Das erste Wahlversprechen des neuen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino war, ich organisiere am Montag nach meiner Wahl ein Fußballspiel. Und wenn der Präsident zum Spiel einladet, dann kommen die ganz grossen Namen vom Fußball. Legenden wie der Maldini, der Figo, der Seedorf, der Cannavaro oder der Puyol haben sich zum stark besetzten Grümpel auf dem FIFA-Gelände getroffen. Dass gerade so viele Legenden kommen, hätte ich mir selber auch nicht träumen können. Ich kenne als Kollegen, ich kenne diese Jahre und das sind Stars vom Fußball. Also von dem her, die Bühne kehrt innen in mir. Als Junior hat Gianni Infantino im Wallis gespielt, aber nie weiter oben als in der 5. Liga. Ich bin ein schlechter Fußballer gewesen, aber das spielt keine Rolle. Also mit dem Herz bin ich sicher einer von den Besten gewesen. Und das ist ja die Magie vom Fußball, dass man gut kann sein, gross kann sein, klein kann sein, dick oder dünn, mit oder ohne Haar. Also jeder kann Fußball spielen und ein Träumen geht in Erfüllung, wenn man spielt und vor allem wenn man mit so Legende kann spielen. Also von dem her, wenn ich schlechter Junior war, haben wir es trotzdem geschafft. Nur die Chancenauswertung des neuen FIFA-Chefs hat zum etwas sehr garstigen Wetter gepasst. Die Goal müssen die schiessen, die dafür zuständig sind. Also für mich ist es wichtig, die Bühne vorzubereiten. Es ist wichtig, zu arbeiten und zu schauen, dass man so Sachen organisieren kann. Das ist meine Arbeit. Auch wenn der Gianni Infantino an seinem ersten Arbeitstag keinen einzigen Match gewinnt, ist das Hochqualitätsgrümpel sicherlich ein Erfolg gewesen. Jetzt gilt es nur noch, auch die anderen Wahlversprechen einzuhalten.